Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Der Huna Bexen ist hier und mit mir geht es heute in einen Quickstart Guide zur Rotate MD80. Bitte beachtet bei diesem Video, dass es sich um einen Quickstart Guide handelt. Realismus steht hier definitiv nicht an erster Stelle. Es geht ausschließlich darum, wie ihr diesen Flieger schnell, einfach, frustfrei und fehlerfrei von A nach B bekommt, also wie ihr schnell einen kurzen Flug unternehmen könnt, ohne vorher großartig Dinge lernen oder Handbücher wälzen zu müssen. Es geht hier auch nicht um Procedures oder das Befolgen von Checklisten. Ich zeige einfach nur, was wann getan werden muss, um einen sicheren Flug zu gewährleisten. Wenn ihr also auf der Suche nach einem detaillierten Tutorial seid, das auch den Realismus nicht zu kurz kommen lässt, dann seid ihr bei diesem Quickstart Guide definitiv an der falschen Adresse. Wenn ihr einen Flug anfangen möchtet, dann braucht ihr zuerst einen detaillierten Flugplan. Dieser Flugplan muss Wegpunkte, Luftstraßen, eine SID, eine Treibstoffberechnung und die Angabe einer Reiseflughöhe enthalten. Eines da ist nicht zwingend nötig, kann aber helfen. Alle diese Angaben stellt das Flugplanungstool SimBrief schnell und kostenlos bereit. Wenn ihr nicht wisst, wie die Flugplanung mit SimBrief funktioniert, dann klickt ihr am besten oben rechts auf die Infokarte. Dann kommt ihr nämlich zu einem Video, in dem ich das genau erkläre. In diesem Video fliegen wir vom Flughafen Leipzig zum Flughafen Zürich. Ihr braucht also einen Flugplan für genau diese Route. Wenn ihr euren Flugplan, eure Treibstoffberechnung und eure Reiseflughöhe habt, dann sehen wir uns im Cockpit wieder. Wir befinden uns jetzt im Cockpit unserer McDonnell Douglas MD80. Um dieses Flugzeug hochzufahren, brauchen wir als allererstes eine Ground Power Unit und den Fuel können wir auch schon laden. Wir schauen also hier in die Mittelkonsole, holen uns dieses nette Buch und können dann hier eintragen, wie viel Sprit wir mitnehmen wollen. Der berechnete Sprit für diesen Flug liegt bei 8,6 Tonnen. Das geben wir bei Fuel All Tanks ein. 8600, Enter. Das Ganze wird richtig auf die Tanks aufgeteilt, darum brauchen wir uns also nicht zu kümmern. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier auch noch Passagiere und Cargo einstellen. Das lasse ich allerdings weg. Wichtig ist hier unten, dass in Rot die Spritmenge angegeben wird. Wir müssen unsere Spritmenge also ein zweites Mal angeben, denn ansonsten wird hier unten das Zero Fuel Weight, das Gross Weight und unser Landing Weight nicht berechnet. Außerdem werden hier die Trimwerte falsch berechnet. Das sind Werte, die wir gleich während der FMC-Programmierung brauchen. Die müssen korrekt sein und aus dem Grund muss der Trip Fuel hier unten eingegeben werden. Wir schalten jetzt mit dem Pfeil rechts oder links, das ist eigentlich egal, auf die nächste Seite. Hier schalten wir als allererstes die GPU ein. Das GPS können wir natürlich auch noch einschalten. Wir können jetzt hier unsere Türen öffnen, das brauchen wir allerdings nicht. Das, was wir aber wirklich brauchen, ist den Fuel zu laden. Dazu einfach hier auf Start klicken. Das dauert eine Weile, man kann das mit Expedite allerdings auch sofort ablaufen lassen. Wir sind jetzt damit fertig und können uns ins Overhead-Panel begeben. Im Overhead-Panel müssen wir jetzt zuerst das Flugzeug mit Elektrizität versorgen. Als allererstes brauchen wir den Batterieschalter. Der Batterieschalter befindet sich hier. Den müssen wir nach unten auf On stellen. Als nächstes können wir, weil wir sie ja eingeschaltet haben, die External Power dazu schalten. Dazu brauchen wir bei den External Power Switches diese zwei Schalter hier, die von Off auf On, also nach unten geschaltet werden müssen. Jetzt brauchen wir das Upper Overhead Panel. Im Upper Overhead Panel haben wir hier oben noch einen Schalter für die External Power, den wir ebenfalls auf On stellen müssen. Als nächstes können wir die IRS Mode Selector auf NAV schalten. Die finden wir hier oben. Das IRS braucht ja immer eine Weile, wenn wir das jetzt schon machen, vergessen wir es nicht und außerdem kann es sich dann alignen. Wir haben hier den Anzeiger für die Bordspannung. Diesen Anzeiger stellen wir immer auf unsere Stromquelle. Da das Flugzeug gerade über die External Power Unit mit Strom versorgt wird, ist das in diesem Fall die GPU.
Hier befindet sich ein Schalter, der heißt Galley. Den müssen wir auf On stellen. Außerdem haben wir hier die Emergency Lights, die eine Taste nach unten auf Arm gestellt werden müssen. Die No Smoking Signs und die Seatbelt Signs befinden sich ebenfalls hier unten. Die schalten wir auf On. Dann haben wir hier den sogenannten Meter Selector. Den stellen wir auf Capped. Wir können hier Windshield Anti-Fog einstellen. Anti-Eis brauchen wir heute, es ist ein sehr warmer Tag, nicht. Als nächstes konfigurieren wir die Lichter. Wir können die Lichter hier oben einstellen, dann sieht man, dass das Ganze ein wenig heller und besser zu erkennen wird. Hier rechts können wir die Circuit Breaker Lights anschalten. Wir können außerdem das Thunderstorm Light ein- oder ausschalten, dann wird es hier ein wenig heller. Und was ganz wichtig ist, den Yaw Damper auf On zu stellen. Außerdem müssen wir den Radio Rack Venture Schalter hier auf Fahren stellen. Danach wechseln wir weiter nach unten und schauen uns diese beiden Taster hier an. Da steht Bleed Supply. Die stehen momentan auf Off, müssen aber nach unten auf Auto gestellt werden. Das bedeutet also, dass sobald Triebwerke oder APU laufen, Zapfluft aus diesen entnommen und für die Klimaanlagen zur Verfügung gestellt wird. Wenn diese Schalter aus sind, dann wird das nicht passieren, die Klimaanlagen werden also ausbleiben. Außerdem haben wir hier oben im APU-Fenster noch einen weiteren Schalter, der auf Air Condition Colder gestellt werden muss. Wenn wir das gemacht haben, sind wir im Overhead-Panel fast fertig. Wir müssen jetzt hier unsere Landing Altitude einstellen, das heißt die Höhe des Airports, wo wir landen. Das ist allerdings nicht zwingend erforderlich, es geht auch ohne. Ganz genauso können wir hier das Landing Baro einstellen. Das heißt also den aktuell vorherrschenden Luftdruck an unserem Zielflughafen. Aber Achtung, das muss hier in Inch Quecksilbersäule erfolgen. Bitte verwechselt das nicht. Widmen wir uns nun dem FMC. Bitte beachtet dabei, dass das FMC manchmal extrem dunkel ist. Dann müsst ihr, wenn das so ist, einfach den Knopf hier rechts betätigen, bisschen dran drehen, dann wird das heller. Wenn wir das FMC aufrufen, sehen wir gleich unten Enter IRS Position. Wir drücken Delete und dann Clear, um diese Meldung zu entfernen und wechseln dann mit dem LSK6 rechts auf die Position Init Page. Wir geben hier oben links unseren Reference Airport ein. Leipzig. Außerdem kopieren wir uns unsere GPS-Position. Diese GPS-Position fügen wir bei Set IRS Position ein. Erst jetzt kann sich das IRS vollständig alignen. Wir wechseln jetzt auf die Route Page. Unser Origin wird von unserer Anfangsseite übernommen. Wir müssen hier nur noch unseren Destination Airport eingeben, der in unserem Fall Zürich LSZH heißt. Außerdem können wir hier bereits unsere Startrunway eingeben, sowie unsere Flugnummer. Als nächstes wechseln wir auf die Departure Arrival Seite. Wir geben hier die Departure für unseren Startflughafen Leipzig ein. Die Runway 08 Left, von der wir starten wollen, ist zwar schon preselected, muss aber noch ausgewählt werden. Wir klicken dazu auf den entsprechenden Line Select Key und dann werden alle SIDs, die für diese Runway nicht suitable sind, ausgeblendet. Die SID, die wir heute fliegen wollen, ist die Nevco One Echo. Wir wechseln also mit Next Page auf die nächste Seite. Und da es die Nevco One Echo hier nicht gibt, wählen wir eine andere aus, zum Beispiel die Nevco One Hotel. Als nächstes wechseln wir mit dem Line Select Key 6 rechts auf die Route Page. Hier sehen wir jetzt, dass unsere SID und der Wegpunkt, zu dem uns diese führt, bereits eingetragen worden sind. Wir machen jetzt hier weiter, indem wir die Luftstraßen und die Wegpunkte nacheinander eintragen. Bitte beachtet dabei, dass es bei diesem Flugzeug nicht möglich ist, nur die Luftstraßen einzutragen. Leider müssen Luftstraßen und Wegpunkte nacheinander eingefügt werden. Wenn eine Seite fertig ist, macht sich eine neue auf und ihr wechselt mit Next Page auf diese neue Seite. Dann könnt ihr hier die Routeneingabe fortsetzen.
Wenn die Routeneingabe fertiggestellt ist, klickt ihr auf den Line Select Key 6 rechts Activate. Ihr müsst das Ganze mit der Execute-Taste bestätigen. Dann wird die Route aktiviert und ihr schaltet mit LSK 6 rechts auf die Performance Init Page. Auf der Performance Init Page gehen wir ein wenig anders vor, als wir das von Boeings gewöhnt sind. Als allererstes geben wir unseren Coast Index ein. Als nächstes geben wir unseren Reserve Fuel ein. Als nächstes geben wir unsere Reiseflughöhe ein, für diesen Flug Level 320. Außerdem können wir unseren Cruising Wind hier eingeben, das heißt der vorausberechnete durchschnittliche Wind auf Reiseflughöhe. Da kann man sich zum Beispiel die X-Plane-Karte zur Hilfe nehmen, IFR obere Luftwege, Winde auf 34.000 Fuß auswählen, bekommt dann hier eine ungefähre Darstellung. Außerdem wird hier die Top-of-Climb-Outside-Air-Temperature verlangt, die am heutigen Tag bei ungefähr minus 45 Grad liegt. Die ESA-Deviation-Temperature füllt sich selbstständig aus. Bitte beachtet, die Transition-Altitude liegt in Deutschland nicht bei 18.000 Fuß, sondern bei 5.000 Fuß. Das müsst ihr hier manuell ändern. Wenn diese Eingaben fertiggestellt sind, können wir in das Feld für das Zero Fuel Weight einfach reinklicken. Das wird dann ausgefüllt. Genauso machen wir das mit dem Fuel. Einfach reinklicken, dann wird auch das Gross Weight ausgefüllt. Wir sind mit der Performance Init Page fertig, können die mit Execute aktiv schalten und gehen dann mit LSK 6 rechts auf die Takeoff Page. Hier tragen wir als allererstes unsere Outside Air Temperature ein. Die Outside Air Temperature finden wir, wenn wir ein wenig nach unten gehen, hier oben. Die Outside Air Temperature beträgt derzeit 32 Grad. Außerdem können wir, wenn wir damit fertig sind, einfach in die entsprechenden Felder für V1, V-Rotate und V2 klicken und das wird übernommen. Eine Klappenstellung ist hier nicht erforderlich einzugeben. Die FMC-Programmierung ist noch nicht fertig, denn wir müssen diese Seite, die Takeoff Reference Page, noch mit Execute bestätigen. Wenn wir das gemacht haben, ist das FMC fertig programmiert, wir können uns dem restlichen Flugzeug widmen. Die Hauptdisplays dieses Flugzeugs sind bei mir am Anfang immer extrem dunkel gestellt. Das sieht aus, als wären sie aus, sind sie aber nicht. Ihr müsst dann diese Drehregler hier benutzen, um sie hell zu stellen. Das untere Display befindet sich im Rose View R-Modus. Das ist für unsere Routennavigation allerdings hinderlich. Aus dem Grund wählt ihr dieses Panel hier links und schaltet auf den Map-Modus. Wenn ihr auf dem Map-Modus seid, bekommt ihr eine wesentlich bessere Darstellung, mit der ihr auch sehen könnt, wo eure Route verläuft. Außerdem wird euch dann unten links in der Ecke der derzeit vorherrschende Wind angezeigt. Die Konfiguration des Flugzeugs ist jetzt allerdings noch nicht abgeschlossen. Wir widmen uns jetzt dem MCP. Als allererstes schalten wir den Flight Director 1 ein. Der Flight Director 2 schaltet sich direkt mit ein. Wir stellen unseren Speed nicht auf die V2 aus dem FMC, sondern direkt auf die 250 Knoten, die wir unterhalb von 10.000 Fuß maximal fliegen dürfen. Das Heading lassen wir noch unverändert, es wird allerdings, wenn wir uns auf der aktiven Start- und Landebahn befinden, auf deren Heading eingestellt. Die Höhe stellen wir auf die Höhe, die wir initially fliegen müssen. Da wir offline fliegen, können wir hier direkt unsere Reiseflughöhe einstellen, Level 320 also. Falls ihr wie bei mir bei euch ebenfalls 100er Schritte stehen und nicht nur 1000er, dann könnt ihr das folgendermaßen beheben. Ihr fahrt mit der Maus auf den Knopf, so lange bis dieses Pfeilsymbol erscheint. Ihr klickt mit der linken Maustaste, haltet diese gedrückt und zieht dann. Die 100er Schritte werden demnach zurückgestellt und wenn ihr die Höhe erreicht habt, die ihr erreichen wollt, dann habt ihr diese Einstellung fertig. Weiter geht es auf die rechte Seite, dort haben wir noch einige Lichter, die einzustellen sind. Das Position Strobe Light geht auf On. Damit sind dann die Position Lights an den Enden der Tragflächen eingeschaltet. Den ganzen Rest der Lichter brauchen wir erst, wenn wir uns in Bewegung setzen wollen.
Am Transponder stellen wir den Transpondercode ein, den wir benutzen möchten. Das funktioniert folgendermaßen. Der große äußere Kreis zeigt mit diesem Pfeil an, welche der Nummern ihr verstellen wollt. Mit dem kleineren Kreis verstellt ihr diese Nummern dann. Der kleine Pfeil zeigt auf die erste Nummer. Wenn ich jetzt also am kleinen Kreis drehe, dann wird auch die erste Nummer verstellt. Jetzt stellen wir ihn auf die zweite, verstellen damit auch die zweite Nummer, die dritte Nummer und so weiter. Wenn ihr damit fertig seid, stellt ihr den Transponder von Off auf Standby. Des Weiteren braucht ihr jetzt wieder dieses kleine Handbuch. Ihr schaltet auf die zweite Seite und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr unten den CG ablesen. Den CG brauchen wir jetzt, denn wir müssen hier den CG einstellen. Unser CG liegt bei 38, das heißt ein wenig außerhalb dieser Reichweite. Wir stellen ihn also auf 35. Die Klappenstellung zum Start bei diesem Flugzeug beträgt normalerweise 11 Grad. Je nach Länge der Runway können das aber auch mehr sein. Wir stellen also diesen Flap Selector hier auf 11. Damit verändern wir im Übrigen die Trimmung des Höhenruders. Das wird also automatisch getrimmt. Wenn wir damit fertig sind, haben wir die Anfangskonfiguration dieses Flugzeugs abgeschlossen. Wir sind jetzt bereit, die APU zu starten und damit das Flugzeug weiter hochzufahren. Wir wechseln also ins Overhead Panel und suchen uns dann den APU Master Switch. Der APU Master Switch ist dieser hier, der ist genau über diesem blauen Quadrat. Der APU Master Switch wird zuerst eine Raste nach unten in die Run-Stellung gezogen und dann in die Startstellung und dort wird er gehalten. Sobald sich dann hier oben in dem APU-Anzeigeinstrument die Nadel beginnt zu bewegen, kann der Schalter losgelassen werden. Wir müssen jetzt so lange warten, bis dieses blaue Quadrat hier blau leuchtet. Das bedeutet, dass die APU genügend Drehzahl hat, um Strom zur Verfügung zu stellen, sodass wir die Stromversorgung des Flugzeugs auf die APU umstellen können. Wenn das der Fall ist, dann schalten wir nicht die External Power aus und dann die APU an, sondern wir schalten einfach APU Power an. Die Stromversorgung wird sich dann automatisch umschalten und erst jetzt stellen wir den External Power Bus auf Off. Außerdem schalten wir hier oben von External Power auf APU um. Wir wechseln ins Upper Overhead Panel und schalten zuerst APU Power on und dann External Power Off. Wenn wir damit fertig sind, wechseln wir wieder zurück in die Mittelkonsole. Und zwar hierhin. In der Mittelkonsole haben wir hier zwei weiße Hebel. Diese weißen Hebel müssen von unten nach oben gestellt werden. Wie man hören dürfte, sind erst jetzt die Packs angegangen. Wir wechseln auf die rechte Seite und schalten hier das Anti-Collision Light ein. Außerdem müssen wir hier die Hydraulic Pumps einschalten. Wenn die Hydraulic Pumps eingeschaltet sind, wechseln wir ins Overhead Panel und schalten die Packs aus. Wenn die Packs nicht ausgeschaltet sind, lassen sich die Triebwerke nicht starten. Wir schalten jetzt alle Fuel Pumps ein, in deren Tank sich Sprit befindet. Für diesen kurzen Flug befindet sich Sprit lediglich in den Wing Tanks. Die Center Pumps bleiben also aus. Als nächstes schalten wir die Start Pump ein. Die befindet sich hier. Wir schalten den Engine Start Switch auf Both. Zwei Selektoren nach rechts. Als nächstes werden die Kappen über den Engine Start Switches entfernt. Wir wechseln wieder zurück. Und man sieht, dass die Kappen aufgeklappt sind. Das Flugzeug ist jetzt bereit zum Engine Start. Wir starten das rechte Triebwerk, indem wir den rechten Start Switch nach unten halten, für ungefähr 5 Sekunden. Wir wechseln in dieser Ansicht und sehen hier die N2-Drehzahl. Wir sehen außerdem hier den Fuel Cutoff Switch.
Sobald die N2-Drehzahl den Wert von 21 erreicht hat, schalten wir den Fuel-Cutoff-Switch von Cutoff auf Run. Damit wird dem Triebwerk Sprit zugeführt und es kann hochfahren. Die Stromzufuhr schaltet sich, sobald der Triebwerksgenerator available ist, auf diesen um. Das hören und sehen wir. Wir wechseln zurück ins Overhead-Panel, schalten, sobald das Triebwerk hochgefahren ist, den Start-Switch wieder in die Off-Position zurück, schließen die Kappe und wiederholen genau dieselbe Prozedur für das linke Triebwerk. Wir behalten wieder die N2-Drehzahl im Auge, sehen hier den Fuel-Cutoff-Switch für das linke Triebwerk und sobald die N2-Drehzahl ca. 21 erreicht, werden wir den Cutoff-Switch in die Run-Position stellen. Während das Triebwerk ordnungsgemäß hochfährt, kümmern wir uns um den mittleren Bildschirm. Der mittlere Bildschirm ist für das Wetterradar und das TCAS. Wir schalten TCAS und WX ein. Wir drehen diesen Schalter nach rechts. Außerdem können wir diesen Drehregler nach oben stellen, um die Range zu erhöhen. Bitte beachtet, dass auf der Range 5 kein Wetterradar zur Verfügung steht. Hier oben haben wir den EPR Limiter, den Engine Pressure Ratio Limiter. Da wir gleich einen Takeoff machen wollen, drücken wir hier die Takeoff-Taste. Wir sehen, diese beiden gelben Striche wandern nach rechts oben. Wenn wir gleich den Takeoff machen wollen, müssen wir am MCP nur noch die entsprechende Taste drücken und die Triebwerke werden automatisch auf die entsprechende Leistung hochgefahren. Wir wechseln wieder ins Overhead-Panel, schalten den Engine Start Switch aus, schließen die Kappe, stellen den Engine Start Selector auf Off, schalten die Start Pump aus und sind dann mit dem Triebwerkstart fertig. Wir können jetzt den APU-Strom ausschalten. Außerdem schalten wir den Spannungsanzeiger auf entweder das linke oder das rechte Triebwerk um. Wir können jetzt außerdem die PEGs wieder einschalten. Wir wechseln ins Upper Overhead Panel und schalten die APU Power aus. Wir haben jetzt hier im Warnbildschirm noch 4 Warnmeldungen stehen. Flight Recorder Off wird sich erst ändern, wenn wir abgehoben sind. Parking Brakes On sagt lediglich, dass die Parkbremsen noch nicht gelöst worden sind. Center Fuel Pressure Low sagt uns, dass im Center Tank nur extrem wenig Sprit oder gar kein Sprit vorhanden ist, was für diesen kurzen Flug auch völlig normal ist, und Radar Travel Unrestricted ist unterhalb einer gewissen Fluggeschwindigkeit ebenfalls völlig normal. Diese Warnmeldung können wir also ignorieren. Die APU läuft jetzt immer noch, wir können sie aber ausschalten, indem wir einfach den entsprechenden Switch in die Off-Position ziehen. Wir kümmern uns jetzt außerdem darum, dass die entsprechenden Lichter fürs Taxi eingeschaltet werden. Wir haben hier das Nose Light. Das Nose Light wird zum Taxi auf Dim geschaltet. Damit ist unser Flugzeug nun bereit zum Taxi. Wir lösen die Bremsen und geben langsam Schub. Bitte vergesst nicht, bis ihr bei der Runway angekommen seid, die Flaps auf eure Takeoff-Position zu setzen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir am Holding Point der Runway 08 Left angekommen sind. Wir befinden uns jetzt am Holding Point der Runway 08 Left in Leipzig. Bevor wir auf die Runway aufrollen können, müssen noch einige Dinge erledigt werden. Als allererstes schalten wir das Nose Light auf Bright und außerdem die Landing Lights an. Des Weiteren schalten wir hier die Strobe Lights an und die Flood Lights auf On. Außerdem können wir hier am MCP, falls gewünscht, noch eine Vertical Speed einstellen. Das unterstützt dann mit dem künstlichen Horizont. Bitte achtet darauf, dass die Flaps gesetzt, die Lichter gesetzt, die Flight Directors an und die entsprechende Konfiguration des Flugzeugs mit dem EPR Limiter vorgenommen ist. Als letzte Maßnahme, bevor wir auf die aktive Piste rollen, schalten wir den Transponder in die Stellung TARA.
Das Flugzeug ist jetzt bereit, um auf die aktive Piste zu rollen. Deswegen lösen wir die Parkbremse und rollen auf die Piste. Während wir uns auf die Piste bewegen, können wir den Autothrottel einschalten. Wenn wir uns auf der aktiven Piste befinden, achtet bitte darauf, das Heading auf diese Pistenrichtung einzustellen. Dieses Flugzeug hat ebenfalls einen Flight Mode Enunciator. Dieser sitzt hier und wie wir erkennen können, steht er auf Heading Hold und Vertical Speed. Das hat den Hintergrund, dass NAV, also die Verfolgung der Route, und VNAV, also die Verfolgung des Steig- und Sinkprofils, erst ab einer gewissen Höhe eingeschaltet werden können. Das heißt also, wir können sie am Boden auch nicht vorwählen. Wir können sie also erst einschalten, wenn wir uns in der Luft befinden. Daher stellt das Flugzeug zuerst auf Heading Hold und Vertical Speed. Wir schalten also das Heading auf unsere Runway-Heading, damit wir, wenn wir gestartet sind und im Heading-Hold-Modus fliegen, geradeaus fliegen und nicht in irgendeine Richtung abdriften, in die wir gar nicht fliegen wollen. Wir sind jetzt bereit zum Takeoff. Wir haben hier den Taster für EPR Limiter. Wir lösen die Bremsen, fahren die Triebwerke ungefähr auf 50% Leistung und wenn sie auf diesem Wert angekommen sind, dann drücken wir den Knopf EPR Limiter. Die Triebwerke werden jetzt auf die Startleistung hochgefahren, auf die wir sie mit dem EPR Limiter eingestellt haben. Wir sehen hier im Geschwindigkeitsmessband die V1, V-Rotate und V2. Das ist eine Analoganzeige und wenn die Nadel V-Rotate erreicht hat, heben wir das Flugzeug sanft vom Boden ab. Das ist jetzt. Beim Erreichen einer positiven Steigrate wird das Fahrwerk eingefahren. Wir folgen der Anzeige des Flight Directors. Wenn die Geschwindigkeit zunimmt, fahren wir schrittweise die Klappen ein. Wenn die Klappen vollständig eingefahren sind und wir eine Höhe von ca. 1500 Fuß erreicht haben, können wir am Autopiloten NAV und VNAV einschalten. Dann aktivieren wir den Autopiloten. Wie wir im Flight Mode Enunciator sehen können, wird das FMS die Triebwerkssteuerung übernehmen. Wir haben NAV Track aktiv, das heißt das Flugzeug folgt der Route. Und wir haben VNAV Climb aktiv, das heißt das Flugzeug wird dem eingegebenen Steigprofil folgen, bis wir, wie hier zu sehen, auf Flight Level 320 angekommen sind. Ab diesem Punkt gestaltet sich der Steigflug genauso wie bei jedem anderen Flugzeug auch. Der Route wird gefolgt und das Steigprofil wird beibehalten. Das Ganze ist also wenig spektakulär. Beim Erreichen von 10.000 Fuß wird das Flugzeug die Nase nach unten nehmen, um damit zu beschleunigen. Sobald die Steigphase vorbei ist, das heißt beim Erreichen von Level 100, gehen wir wieder auf den EPR Limiter und stellen hier auf Takeoff Flex. Wir erreichen 10.000 Fuß. Die Landelichter und das Nose Gear Light werden ausgeschaltet. Wir stellen den EPR Limiter auf Takeoff Flex. Die Floodlights werden ausgeschaltet. Und damit ist das Flugzeug konfiguriert für den weiteren Steigflug. Eine Geschichte, die ich persönlich sehr schön finde, ist die Tatsache, dass man immer genau sehen kann, worauf das Flugzeug sich gerade bezieht. Man sieht im Flight Mode Enunciator die Modi, die aktiv sind, und im MCP werden sowohl Vertical Speed als auch Geschwindigkeit mitverstellt. Das heißt also, man kann hier sehr genau sehen, wo das Flugzeug eigentlich gerade hin will. Der Steigflug ab diesem Punkt gestaltet sich dann so wie jeder andere Steigflug auch. Das heißt, wir sehen uns dann kurz vor dem Erreichen des Top-Off-Climb wieder, den wir hier im NAV-Display schon als TC erkennen können. Wir erreichen in ca. 20 Meilen den Top-Off-Climb. Wie man hier sehen kann, hat dieses Flugzeug einige Parallelen zu einer Boeing. Wundern tut's mich allerdings nicht, denn Douglas wurde ja von Boeing übernommen.
Wir haben in unserem NAV-Display einerseits in grün den Top-off-Climb, der uns, vom FMC berechnet, den Punkt markiert, an dem wir unseren Steigflug beenden und unsere Reiseflughöhe erreichen werden. Außerdem haben wir im NAV-Display ebenfalls einen grünen Bogen, der uns anzeigt, wo wir die Höhe erreichen, die am MCP eingestellt wurde. Kurz vor dem Erreichen unserer Reiseflughöhe werden wir, einmal durch den akustischen Ton und andererseits durch diese aufleuchtende orangene Lampe, darauf hingewiesen, dass die Reiseflughöhe gleich erreicht wird. Beim Erreichen der Reiseflughöhe wird das Flugzeug in den Horizontalflug übergehen. Außerdem schaltet sich der Flight Mode Enunciator um, sodass wir nun sehen, dass unser Flugzeug die Machnummer hält und unsere Reiseflughöhe hält sowie weiter der Route folgt. Wenn ihr eure Ground Speed sehen wollt, dann schaut bitte unterhalb des Primary Flight Displays in der linken Ecke nach. Außerdem bedenkt bitte, dass dieses Flugzeug relativ alt ist, es fliegt also relativ langsam. Unsere Machnummer beträgt derzeit Mach 071. Mach 075 ist das schnellste, was dieses Flugzeug laut FMC fliegen kann. Da wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, können wir uns jetzt dem Eingeben unserer Arrival Route widmen. Wir wechseln dazu ins FMC, schauen uns nebenher auf den Charts an, welche Arrival Route wir haben, und wechseln dann im FMC auf die Departure Arrival Page. Wir landen auf der Departure Arrival Index Page und müssen bei LSZH auf die Arrivals wechseln. Wir wollen anfliegen über die Relax 1 Alpha auf die Runway 14. Wir müssen also mit Next Page so lange nach unten skippen, bis wir die Relax 1 Alpha auf der linken Seite auswählen können. Da haben wir die Relax 1 Alpha, die wählen wir aus, indem wir auf den entsprechenden Line Select Key klicken und wählen dann hier auf der rechten Seite I für ILS 14 aus. Dann haben wir hier noch das Via, über das wir unseren Approach starten können. Unser Approach wird über Relax führen, das bedeutet, dass wir diesen hier eingeben. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir diese Arrival noch mit Execute bestätigen. Wir wechseln jetzt auf die Lex-Seite. Außerdem wechseln wir hier unten links auf die Plan-Seite. Wir können jetzt, wie in einer Boeing auch, Step für Step jeden einzelnen Wegpunkt durchschalten, um uns anzuschauen, ob das, was wir da gerade eingegeben haben, überhaupt Sinn ergibt. Wir klicken also mit dem Line Select Key 6 rechts mit Step weiter. Im FMC steht hier in der Mitte CTR für Center, das heißt also, dieser Wegpunkt, der mit Center markiert ist, befindet sich in der Mitte des NAV-Displays. Wir sehen schon, dass das, was hier eingegeben wurde, ziemlich seltsam aussieht. In den Charts fliegen wir vom Wegpunkt Relax direkt über E-Dumi zum Trasadingen VOA. Das heißt also, dass das, was hier steht, überhaupt keinen Sinn ergibt. Wir wechseln also wieder ins FMC und korrigieren das. Wir löschen die Wegpunkte raus, die hier nicht reingehören. Nach Relax kommt nicht Lamax, sondern E-Dumi. Diese Wegpunkte werden also gelöscht. Wir haben jetzt Relax, E-Dumi, Trasadingen und danach den Punkt zum Eindrehen auf das ILS. Auf dem Navigation Display können wir das, was wir dort gerade vorgewählt haben, in weiß erkennen. In weiß gestrichelt ist also die Route, die wir uns hier ausgewählt haben. Das, was wir gerade geändert haben, muss natürlich noch bestätigt werden. Das heißt also, wir klicken auf Execute. Und wir sehen, dass unsere Route jetzt wesentlich sinnvoller aussieht. Wir können jetzt wieder hier auf die Map-Page zurückwechseln. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann natürlich auch die Zoom-Stufe erhöhen. Den Top-of-Descent sehen wir hier auch schon, der ist nämlich bei Gupin. Und wir schalten im FMC auf die Progress-Page. Die Progress-Page ist aufgebaut wie bei einer Boeing. Wir sehen links, welche Wegpunkte, also was die Destination sind. Dann, wann wir die erreichen, also in wie vielen nautischen Meilen und welche Uhrzeit in Zulu Time, und rechts daneben, wie viel Fuel wir voraussichtlich noch haben werden, wenn wir an diesem Wegpunkt angekommen sind. Außerdem sehen wir unten die Destination und die Zeit bis zum Top of Descent. Wie bei jedem anderen Flugzeug übrigens auch, verläuft der Reiseflug bei diesem Flugzeug hier extrem unspektakulär. Die Arrival ist geplant und das Flugzeug wird einfach weiter der Route folgen.
Das Ganze überspringen wir also und wir sehen uns ca. 20 nautische Meilen vor unserem Top of Descent wieder. Auf dem Wetterradar wird uns jetzt angezeigt, dass wir in ca. 10 Meilen eine relativ heftige Gewitterzelle zu erwarten haben. Wir können uns also theoretisch einen Direct zum nächsten Wegpunkt setzen, zum Beispiel nach DKB, um dieser Gewitterzelle aus dem Weg zu gehen. Wir gehen also auf die Direct Page, wählen den Punkt aus, fügen den unten links ein und drücken auf Execute. Das Flugzeug wird jetzt einen Direct zu unserem gewählten Wegpunkt fliegen. Wir befinden uns jetzt ca. 20 nautische Meilen vor unserem Top of Descent, den wir hier auf unserem NAV-Display erkennen können. Bevor der Descent eingeleitet werden kann, müssen allerdings einige Dinge erledigt werden. Dieses Flugzeug kann einen automatischen Descent einleiten und den Descent bis zum ILS automatisch steuern. Dazu muss, bevor der Descent eingeleitet wird, die Höhe am MCP resettet werden. Das heißt also, wir stellen hier die Höhe ein, auf die wir initially sinken sollen. Da wir offline fliegen, können wir direkt die Höhe einstellen, auf der wir das ILS anfliegen müssen. Das sind in diesem Fall 4000 Fuß. Bitte beachtet dabei, dass der Descent nur dann automatisch eingeleitet und durchgeführt werden kann, wenn die Höhe vor dem Erreichen des Top of Descents resettet wurde. Sie muss also geringer sein als die, auf der ihr gerade fliegt. Des Weiteren können wir unsere ILS-Daten eingeben. Wir können also die ILS-Frequenz und den ILS-Kurs eingeben. Den können wir aus den Charts ablesen, wir können aber auch ins FMC wechseln, auf die Init Reference Page gehen, dann auf die Approach Reference Page wechseln und bekommen dann hier unten links den Kurs und die Frequenz für unser ILS angezeigt. Die tragen wir hier und hier ein, links die Frequenz und rechts den Kurs. Die Frequenz ist 111,75. Mit dem großen Regler verstellen wir die Zahl vor dem Komma, mit dem kleinen Regler verstellen wir die Zahl nach dem Komma. Der Kurs beträgt 135 Grad. Genau dasselbe stellen wir jetzt auch auf der rechten Seite ein. Dass in beiden Primary Flight Displays derzeit Log Fail zu sehen ist, ist kein Wunder. Der Localizer kann noch nicht empfangen werden, da wir noch zu weit davon weg sind. Solange das Flugzeug auf der Frequenz, die wir hier eingedreht haben, nichts empfängt, wird hier Log Fail stehen. Das ist komplett normal. Auf der Init Reference Page des FMC sind wir allerdings noch nicht ganz fertig. Wir sehen hier, dass wir mit 40 Grad ca. 113 Knoten Anfluggeschwindigkeit haben sollen. Wir können hier eine Wind Correction angeben, falls das erforderlich ist, zum Beispiel wenn es böig ist oder wir eine Rückenwindkomponente haben. Ich würde mit diesem Flugzeug eine Anfluggeschwindigkeit von ca. 115 Knoten wählen. Wir geben also eine Windkorrektur von 2 Knoten ein. Wieso auch immer das Flugzeug dann aus 113, 116 Knoten macht. Wenn wir jetzt gleich den Top of Descent erreichen und die Höhe am MCP resettet wurde, wird das Flugzeug automatisch anfangen zu descenden. Es wird dann dem im FMC eingegebenen Sinkprofil folgen. Wir haben dann nichts weiter zu tun, außer zu überprüfen, dass dieses Sinkprofil eingehalten wird und dass wir uns in einem Rahmen befinden, der keine unsicheren Flugzustände beherrscht. Der Top of Descent wird erreicht, das Flugzeug beginnt mit dem Descent und im NAV-Display wird uns rechts ein weißer Balken eingeblendet, bei dem wir mit einem lila Punkt erkennen können, ob wir uns auf unserem Descent Path befinden. Der lila Punkt sollte sich genau in der Mitte des weißen Balkens befinden. Befindet er sich unterhalb der Mitte, dann befinden wir uns zu hoch und befindet er sich oberhalb der Mitte, dann befinden wir uns zu tief. Der Descent ist, genau wie der Cruise, nicht wirklich spektakulär. Aus diesem Grund werde ich den Descent bis ungefähr Flight Level 100 überspringen. Da sehen wir uns dann wieder, denn auf dieser Höhe wird das Flugzeug die Nase nach oben nehmen, um die Geschwindigkeit auf 250 Knoten zu reduzieren. Auf dem NAV-Display sehen wir wieder den grünen Bogen, der uns anzeigt, wann wir die Höhe erreichen, die am MCP eingestellt wurde. Dieser grüne Bogen sollte logischerweise vor dem Punkt liegen, an dem wir den Glide Slope auf dem ILS intercepten müssen.
Wenn der dahinter liegt, werden wir am Glideslope Intercept Point höchstwahrscheinlich zu hoch sein. Das darf nicht passieren, also solltet ihr, falls dieser grüne Bogen danach liegen sollte, manuell eingreifen. Das Flugzeug hat bereits jetzt die Triebwerksleistung zurückgefahren und wie wir am Speed-Machfenster sehen können, ist die Geschwindigkeit bereits jetzt dabei, sich auf ca. 240 Knoten zu reduzieren. Beim Erreichen von 10.000 Fuß schalten wir einerseits die Landelichter ein. Wenn wir es nicht vergessen wollen, am besten auch gleich noch das Nose Gear Light. Und außerdem schalten wir die Floodlights wieder ein. Wenn das Flugzeug es so wie hier von alleine nicht schaffen sollte, die 250 Knoten zu halten, müsst ihr manuell mit Hilfe der Speedbrakes gegensteuern. Wenn ihr Minimums habt, die ihr einstellen wollt, dann macht ihr das an eurem Höhenmesser. Ihr sucht dazu die Minimums aus der Karte heraus und stellt dann hier mit diesem Rädchen die Minimums ein. Die sind für unseren Flug 1602 Fuß. Dieses gelbe Ding, was sich hier oben bewegt, das sind unsere Minimums. Beim Erreichen des Transition Levels stellt ihr den lokal vorherrschenden Luftdruck ein. Das sind derzeit 1018 Hektopascal. Wir sehen jetzt im Primary Flight Display, dass das Flugzeug den Localizer empfangen hat. Die Worte Log Fail sind verschwunden und es wurde durch die Localizer-Anzeige unter dem Primary Flight Display ersetzt. Glideslope Fail ist natürlich logisch, denn momentan ist der Glideslope noch zu weit weg, um ihn für uns empfangbar zu machen. Sobald wir aber nah genug dran sind, wird sich auch diese Anzeige ersetzen. Wenn ihr wie jetzt merken solltet, dass das Flugzeug nicht in der Lage ist, den Sinkpfad einzuhalten, sodass der grüne Bogen nach dem Punkt ist, an dem wir das ILS intercepten müssen, dann müsst ihr manuell eingreifen. Dann müsst ihr selber auf Vertical Speed umschalten und die Sinkrate entsprechend anpassen, damit das Flugzeug den Sinkpfad wieder einholt und vor dem Final Approach Fix wieder auf die entsprechende Höhe sinkt. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass dann die Geschwindigkeit eingehalten wird. Ihr müsst dabei eventuell die Speedbrakes zur Hilfe nehmen. Wenn ihr euch entsprechend entfernt vom ILS befindet, dann müsst ihr hier den ILS-Button drücken. Damit wird das Flugzeug, sobald er empfangen wird, dem Glideslope und dem Localizer folgen. Bitte vergesst außerdem nicht, die Flaps entsprechend auszufahren, soweit sich eure Geschwindigkeit verlangsamt. Die Speedbrakes müssen zur Landung gearmt werden. Dazu einfach den Hebel nehmen und ihn nach oben ziehen. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, hier unten noch die Autobrakes auf Stufe 1 stellen. Diese extrem nervige Meldung kommt meistens dann, wenn das Landing Gear noch nicht ausgefahren ist, aber der Schub sich auf Leerlauf befindet. Wie hier sind wir jetzt viel zu schnell für die Landung, das heißt, wir müssen die Speedbrakes zur Hilfe nehmen, um die Geschwindigkeit abzubauen. Vor der Landung schaltet ihr am besten den Autopiloten ab. Bitte achtet darauf, die Reverser erst dann einzuschalten, wenn das Bugrad die Landebahn berührt hat. Es kann sonst dazu kommen, dass die Reverser nicht eingeschaltet werden und das Flugzeug in den Go-Around-Modus geht. Das führt dann dazu, dass die Triebwerke auf volle Leistung beschleunigen und das ist definitiv nicht das, was ihr wollt. Und damit herzlich willkommen in Zürich. Das hier war der Quick Start Guide zur MD-80 von Rotate. Wenn euch das gefällt, was ich tue, wäre ein Daumen hoch und ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse.
Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, könnt ihr das über eine Spende via TypeStream oder Patreon tun oder mir in den Streams ganz viele Loots spendieren. Außerdem habe ich in der Videobeschreibung Amazon Partnerlinks. Wenn ihr die aufruft, kommt ihr auf Amazon und seht dort alles, was ich an Hard- und teilweise auch an Software besitze. Wenn ihr über diese Links etwas kauft, bekomme ich eine kleine Provision, aber ihr bezahlt nichts extra. Und das ist auch nochmal ein Weg, mich zu unterstützen. Ich möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid, wünsche euch noch einen schönen, sonnigen und warmen Tag, sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video, zum nächsten Livestream, bis dahin, macht's gut!